Trip nach Norwegen. Fürstin Chailin, 44, und Fürst Albert II, 64, zeigen in Oslo ihr privates Glück und küssen die Gerüchte, die sich seit langem um ein angebliches Liebesaus ranken, einfach weg. Am Mittwoch, 22. Juni, traf das monegassische Fürstenpaar mit seinen Kindern, den Zwillingen Gabriela und Jacques, 7, zu einem offiziellen Besuch in Norwegen ein. Im Herrenhaus Bygdø Kongsgard in Oslo fand ein privates Mittagessen der Royals statt, an dem neben den Monegassen auch König Harald V., 85, und Königin Sonja, 84, Kronprinz Håkon, 48, und Kronprinzessin Mette-Marit, 48, sowie Prinzessin Märtha Louise, 50, teilnahmen. Anschließend eröffneten Håkon und Albert eine Ausstellung im Fam-Museum. Kurz vorher kam es offenbar zu dem Kuss zwischen dem monegassischen Fürsten und seiner Ehefrau Chailin. Weitere Fotos zeigen die beiden in einer innigen Umarmung. Chailins erste Reise nach langer Krankheit. Es ist Fürstin Chailins erste Reise nach ihrem langen Kampf mit gesundheitlichen Problemen. Anfang Juni hat sie sich mit dem Coronavirus infiziert. Die 44-Jährige war im März nach einem längeren Klinikaufenthalt in der Schweiz nach Monaco zurückgekehrt. Zuvor saß sie vergangenes Jahr bereits viele Monate in Südafrika mit einer Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung fest und konnte nicht nach Europa zurückreisen. Wir haben die Fürstin sehr vermisst. Und wir waren offensichtlich verletzt von den böswilligen Gerüchten, die verbreitet wurden, erklärte Albert Anfang Juni in einem Interview mit Le Journal de Dimanche. Aber wir konnten trotz der Distanz zusammenhalten. Wir haben oft miteinander gesprochen. Fürst Albert II. Und Fürstin Chailin von Monaco sind seit 2011 verheiratet. Ihre Zwillinge Jacques und Gabriela kamen 3 Jahre später zur Welt. Sport on News.